auch, glaube ich, nicht mehr gesehen. Okay, jetzt fahren wir über die Pampa, ne? Ist nur noch geradeaus, 1,7 Kilometer. Hier ist alles frei. Ich warte mal auf dich, dann siehst du es auch. Pampa, nee, wir können eigentlich der Straße folgen. Sicher? Ja. Ich bin nur auf Tobi am Warten, ey. Entweder bei... Was ist das? Hä? Warte mal. Ach, noch eine Kuh. Noch eine Kuh. Ich hab nur eine Kuh gesehen. Hallo, ich seh dich. Hi. Komm jetzt auf dich zu, damit du den siehst. Einfach nicht hingucken. Ja, warte mal. Mach mal Licht aus. Ja? Ach, das ist eine Kuh. Sag das doch. Hab ich doch gesagt, das ist eine Kuh. Oh Scheiße, Kühe sind ja voll angsteinflößend. Du bist angsteinflößend, Alter. Spiel mal Wast, wenn du dann Bär siehst, dann kriegst du Schiss. Das ist voll aggressiv. Oder wenn dann so ein scheiß Wolf und ein Zombie. Gestern sind mir zwei Wölfe und zwei Zombies hinterhergelaufen, die ganze Zeit. Ich bin nicht losgeworden. Ich bin über Berge geklettert und alles. Und dann sind die um die Berge rumgelaufen und hab ich gekriegt. Geil. Ich musste die ganze Zeit laufen. Und dann, ich glaube in der Aufnahme war das sogar noch, da habe ich mich dann, bin ich wieder vor einem Wolf weggerannt, da habe ich mich einfach in mein kleines Häuschen reingestellt, in mein Shelter, und habe die Tür schnell zugemacht. Und weißt du, was ich Idiot mache? Ja? Der hat mir dann irgendwann genervt, der Wolf, weil er die ganze Zeit gebellt hat vor meinem Haus. Und dann bin ich wieder raus und wollte ihn dann loswerden, bin weggerannt, statt ich mir Pfeile craften, weißt du, um ihn abknallen. Dann bin ich wieder erstmal eine ganze Weile gerannt und irgendwann war er dann weg. Geil. Weil normalerweise sagt man ja, wenn man so bergauf rennt und über die Steine und so klettert, dann sind die dann irgendwann weg, weil sie eigentlich mehr sehen. Oh, das ist zu schnell zu rennen. Hier ist eine Straße. Ja, aber ich fahr trotzdem nur 70. Ich fahr mit E. Achso, nee, ist nicht. Was ist aber denn da für ein hübsches Auto? Fällst du aus? Ja. Ist das hier eine Plotpole? Ja. Nee. Plotpole sind eckig. Heißt ja eckig, oh, ne? Ja, aber hat ein Dach oben drauf. Ach so. Ist leider locked. Hätten wir ja leider eh nicht mitnehmen können. Ach ja, stimmt. Es gibt ja keinen Tau leider, obwohl so eine Service-Schaltung drin steht. Moment, kurz stehen bleiben. Was finden wir jetzt da? Dein eines Bremslicht ist kaputt. Nein. Nee, jetzt nicht. Gerade nur eins. Ey, da hinten fährt was. Da fährt ein Auto. Lol. Vorsicht, das könnte ein stehen bleiben. Motor ausmachen. Fahr zurück. Warte, der fährt weiter. Bleib stehen. Der ist schneller als ich auf Land, Mann. Ich glaube, das ist ein NPC. Er kommt! Oder? Ich weiß es nicht so genau. Lass mal hier durchfahren. Wir sind ja fast in der Handel City. Ich fahr hier die Straße hoch. Da ist ein Baum dran. Warte, pass auf, ich komme. Jojo. Oh. Nein. Also kann ich über Land fahren. Ich fahr nicht schnell da drauf. Ist egal. Bitte kein NPC. Aber ich glaube, der kommt nicht. Ich glaube, der ist da stehen geblieben. Ja, der hat uns aber gerade angeleuchtet. Ja, der dreht sich da die ganze Zeit, glaube ich. Ja, der ist ein bisschen dumm. Ja, siehst du das? Das sieht man voll, wie der sich da drin hinten dreht. Huch, ich fahre rückwärts. Jetzt hat er wieder eine Runde geschafft. Ich glaube, der... Ich glaube, das ist definitiv ein NPC. Ich glaube, der ist irgendwo gegengefahren, der das Reifen, das er sich jetzt dreht. Jetzt kommt er mit seinem Waypoint nicht mehr dran, glaube ich. Aber wir sind ja eh gleich da jetzt. Und dann gleich safe. Aber wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen, ne? Wir müssen versuchen, dass wir gleich so schnell wie möglich in die Hand jetzt in die reinkommen. Hier, über die Straße kommt man total hin, oder? Tobi? Hä? Über die Straße kommt man doch direkt in die Handel City, oder? Das ist ein Feldweg hier. Ist das noch ein Feldweg? Nee, das sieht nur aus wie ein Feldweg. Ich glaube, da ist jemand bei der See. Warte mal. Nee, das ist eine Laterne, oder? Oh ne, das ist Feuer. Wo denn? Jawohl, das ist Blackhawk. Wo ist denn die Handel City, Alter? Richtig.
Juhu, ich bin drinne. Bist du noch nicht drin? Ach, da unten ist die. Ich bin vorbeigefahren, Alter. Jetzt bin ich drin. Ah, da hinten bist du. Einmal von der anderen Seite. Ja, ich bin aus dem... Alter, hier stehen hier viele Autos. Ja. Oh, da ist ja ein Stein. Get out. Was ist das denn für ein Auto? Lol. Die alle lockt? Ey, das Motorrad ist nicht lockt. Ich glaube, das kann man auch nicht locken. Doch, klar. Der Blackhawk ist locked. Oh, schade. Der ist auch locked. Und auch locked. Ist hier denn ein anderer Spieler jetzt? Das Feuer brennt hier. Oder was ist das für eine Kiste? Stand ich schon immer hier? Ich glaube ja. Aber jetzt kein anderer Spieler. Theoretisch dürfte ich mir jetzt das Motorrad mitnehmen. So. Was wollten wir jetzt eigentlich? Autoreifen. Hast du Geld dabei? Das Auto verkaufen. Hab ich Geld dabei? Was hab ich denn eigentlich alles? Also ich hab noch ein Bloodback, einmal 10 COZ, 10 OZ Silber. Ich hab auch noch 2 10 OZ Kupfer. 8 Gold hab ich sogar noch. Morphin Auto-Injector, Painkillers. Ey, das Motorrad ist ja auch nicht abgeschlossen, das kann man auch verkaufen. Hab ich doch gesagt, das ist nicht abgeschlossen. Okay, dann verkauf ich's, warte. Na, ich bin gerade hier. Ich denk, du hast das Auto. Ja, ist ja direkt daneben. Welches Motorrad meinst du denn? Ich meine das hier. Ach so, lol, das hier ist locked. Sag ich doch, die kann man abschließen. Aber ich habe hier eins, was nicht locked ist. Was passiert eigentlich mit dem Schlüssel, wenn man das verkauft? Den kannst du wegschmeißen. Der Schlüssel hat so einen Code, den kannst du nur für das Auto benutzen. Okay, dann packe ich das einfach ins Auto rein. Wenn ich das reinpacken könnte. Pass auf, dass da nichts drin ist, ne? Ja, da ist nichts drin, hab ich schon geguckt. Hier von dem Motorrad sind nur die Reifen ein bisschen kaputt. Oh, Hubschrauber. Alter, der fliegt ja richtig schnell. Wir sind hier im Gottmod. Ja, aber ist ja egal, ich meine, ich will ja trotzdem was. Aber es ist, glaube ich, ein NPC, aber der fliegt richtig schnell. Jo. Hallo. Genau das stand da. Lol, ich sitze auf dem Rücksitz. Hä? Gear? Ach, schade, ist nichts drin. Driver Seat. Get out. Wo gehst du denn? Ich glaube, der Typ hat das Ding. Er hat den Schlüssel reingepackt und wegen so, wie gesagt, ist es dann locked geworden. Das kann sein. Sell. Hallo. Ich hab gar nicht gehofft, wie viel Fahrrad. Ich kriege. Ich hab vergessen zu gucken, wie viel ich kriege. Aber wird vielleicht. Ich hab noch ein Fahrrad, ne? Lol. Für ein Fahrrad kriegst du 2 Silber. Geil. Ich habe jetzt bekommen 1 Gold fürs Motorrad. Geil. Mountainbike. Verkaufen 2 Silber. Was haben wir hier Schönes? Vehicle locked. Vehicle locked. Lass mir überall nachgucken. Vehicle locked. Ja, was hab ich denn gemacht? So. 1 Gold. Auch. Jetzt, dann haben wir schon 10 Gold. Geil. Wir hätten uns nicht so ein fettes Auto, aber wir brauchen das Auto jetzt zum Lagern, ne? Ja. Und da sind fette Autos natürlich richtig gut. Also in den Zelten ist nichts. Gar nichts. Warte mal. Können wir jetzt uns friendly taggen, ne? Warum nicht? Achso, wir sind schon friendly, du bist doch schon grün bei mir. Ja. Alter, hier stehen noch mehr Autos, lol. Ich denke, man darf hier keine Autos abstellen, was soll denn das? Die sind alle locked. Was scheiße. Hier hat schon jemand die Reifen abmontiert. Aber ist auch locked. Ey, steht ein Fahrrad. Noch eins? Verkauf. Komm jetzt. Gib mir.
Kann ich nicht. Kann ich aufsteigen. Geht auch mal aus dem Bein. Voll kriminell, ey. Ja, man darf das hier nicht hinstellen. Ihr habt Pech gehabt, Alter. Oh, oh. Alter, hier ist alles gelb bei dem Fahrrad schon. Der wird uns dankbar sein, dass wir es verkauft haben. Ich brauche die Entsorgungskosten nicht bezahlen. Mach mal Dings hier. Zuschließen, das Auto. Ja, Moment. Ich verkaufe jetzt mal schnell das Fahrrad. Die Reifen sind der Übelschrott. Get out! Trailer Menu, Bikes and ATV. Mountainbike. Zwei. Zwei Silber. Immerhin, ne? No. Zwei Silber ist schon wieder ein halbes neues Fahrrad. Mit deinem Fahrrad haben wir schon ein ganzes neues Fahrrad. Geil. Wo hast du das Auto jetzt hingestellt? Direkt hier vorne. Beim Eingang. Ah, okay, ich seh's. Aber das sind voll viele Reifenschrott bei dem Auto. Ja. Lock. So, also Reifen brauchen wir. Warte mal, ich muss mal gucken, wie viele Reifen wir brauchen. Und Glas ist auch kaputt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Reifen. Na gut, Engine und Body hat 15 und 8%, das geht noch. Aber 5 Reifen, würde ich mal sagen, sind schon drin. Wer hat einen Reifen? Der hier? Wie viel kosten die denn? Ich guck mal. Hallo, warum macht er das Trailer-Menü nicht auf? Vehicle Parts. Rad. 4 Silber. Das Rad. Ja. Und ein Silber, das Autoglas. Das kaufe ich, das Autoglas. Ja, ich muss erst was umwandeln. Und vor allem muss ich erstmal Rucksack aufmachen. Achso, ich habe ja schon ein Gold dabei. Trade Metals. Wie viele Glas braucht man denn? 3 oder 4, glaube ich. Ich muss nochmal nachgucken. Warte mal, hatte ich nicht noch ein Glas dabei? Ich drücke mal Tab. Das ist auch von Rust. Immer noch. Ja, ich habe ein Windscreen-Glas habe ich. Dann gib mir das mal. Aber musst du hinlegen. Ah ja, warte mal, ich gehe mal hier hinten hin. Ich glaube, das ist im Rucksack, wa? Ja. Warte mal, close back. Ich mache das hier ganz, ganz vorsichtig so. Ich drück nicht auf Drop, Alter. Da passiert dann irgendwas. Ich hab's schnell repariert. Was hab ich gesagt? Wie viele Autoreifen? 4? Warte, ich gucke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och, jetzt muss ich das Silber 4, echt umwandeln. 5. Ich muss jetzt ernsthaft das Silber umwandeln. So viel Platz habe ich gar nicht. 5 Reifen brauchen wir. Ja, Moment. Obwohl, warte mal. Ja doch, sind alle ziemlich beschädigt. So, jetzt habe ich genug Platz. Smelt 10 OZ-Bar.